Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Lebendig. Komm her. Machen wir schnell. Schneller. Oder vielleicht schlafen. Was ist das? Ein Eindringling. Sterbe ich jetzt oder was? Ich hänge da fest. Ich komme da nicht raus. Ich muss mich kurz mal um dich kümmern. Alter, ich hing da eben fest, ich kam da nicht mehr raus. Alter Schwede, was für eine geile Animation. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir müssen das leider hier nochmal machen, weil ich bin ja in der letzten Folge sehr, sehr unglücklich gestorben. Was absolut nicht meine Schuld war. Überhaupt nicht. Schloss. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Da ist keins. Wie soll man denn da reinkommen? Geschlossene Fenster geht der ja nicht. Warte mal, da oben war doch... Kann ich das mit... Mit Arz kaputt machen? Jawohl. Ja, das war doch nice. Als nächstes gibt es ein Schinkenbrötchen. Ich hab gerade. Hä? What the fuck? Sagen. Ein Silberlamen. Das Siegel kenne ich nicht. Anscheinend ewig nicht benutzt worden. Oh. Was warst? Ey, was bist denn du für ein Tollpatsch? Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schall zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und Elian Albukus kleinerer Schlüssel. Ein Foliant über Dämonen. Dicke Staubschicht. Könnte auch mal wieder aufräumen, der gute Mann. Sieht ja fast aus wie bei mir zu Hause. Franco, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Schüttler? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein. Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Welcher Dämon? Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odin. Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht, aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Wirklich. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür
und wollte wissen, wer Gaunter Udim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen, in vielen Kulturen, unter vielen Namen. Aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Udim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Udim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Udim treffen sich. Es gibt einen Wunsch, einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Udim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein, nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Udims Stil berücksichtigen. Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Warum wollte Olgierd Udim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Udim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Was ist das über uns? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen und Udim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Udim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Udim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, mal was Neues. Es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und
überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke, das hilft mir weiter. Gut. Echt? Sehr gut. Das hat ihm weitergeholfen? Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Ui, es ist... Wetten, dass jemand reinkommt und sieht, wie wir uns über der Leiche stehen. Geht's denn hier verdammt nochmal raus? Ach komm, wir gehen einfach oben wieder raus. Wo? Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das sind 3 Meter. Warum stirbt denn der sofort? Alter, das kann's doch einfach nicht sein. Ja, Rusa. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt dran gedacht, mal die ewig lange Pause da rauszukatten. Ja. So. Was steht denn jetzt so an Quests, an Machen wir das noch fertig. Und dann wären wir mal... Machen wir mal noch einen Hexerauftrag. Ach Gott, ich komme gerade mit der Menüführung gerade nicht, gar nicht klar. Ich bin so Fallout geschädigt. Da müssen wir hin, okay. Hallo. Wo geht's denn wieder raus? Können wir jetzt durch den Haupteingang raus? Abgeschlafen. Komm ich denn jetzt wieder raus hier? Schon nicht da. Stimmt, das ist ja kein Assassin's Creed. Wir können ja hier nicht so einfach irgendwo hochspringen. Aber wir können wahrscheinlich... Ich habe schon gedacht, dass er da wieder stirbt dran. Wo ist er denn? The Butcher Wild Hunt. Wild Cunt. Ich habe gestern einen Trailer gesehen bei... Liv Lloyd und Fotoapparat, die haben eine Sendung auf Liv Dr. Freud oder so. Da gab es einen Trailer mit der Kelly Mrs. Wheelock von. Die ist auch eine YouTuberin. Nein, ich gucke sie mir nicht an. Haben sie einen ganz coolen Trailer gemacht, ich musste so lachen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Also irgendwie bin ich hier gerade im Moment da gezogen, bin ein bisschen orientierungslos. Wollte schon sagen, wetten, dass ich da nicht hochkomme? Guten Tag. Kriech wieder unter deinen Stein. Entschuldigung, ich bin ja nur am Joggen.
Guten Tag. Guten Tag. Achtung. Links. Oh, das war knapp. Und kommt, Twift. Das war mal. Das war mal ein Mörder-Twift. Habt ihr das gesehen? Guten Tag. So, jetzt haben wir genug Schwachsinn gelabert. Können wir ein bisschen schnell reisen. Dann können wir nämlich mal die Mission abschließen. Können wir mal hier ein bisschen aufräumen. Todmüde, wie... Ja, das bin ich wirklich. Wie sich herausstellt, haben sie die Wahrheit über dich gesagt. Ich werde auch nicht mehr viel aufnehmen heute. Was soll das heißen? Der ist draußen. Ich werde jetzt nur noch die Folge fertig machen und dann werde ich auch mal mich langsam Richtung Bett bewegen. Was ist das? Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Der Gefallen, den Herr Schandran ihrem Sohn getan hat. Rüstungsschmied. Vorsicht! Gerald von Riva? Der Schmied? Müssen die Schwerter geschärft werden? Ach doch, der war's. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Keine Ahnung, irgendwie funktioniert das ja nicht. Weg. Was ist das denn? Spaden des Pedells. Ach, komm weg. Hat der noch irgendwas, was wir brauchen? Nee. Wiedersehen. Funktioniert irgendwie nicht. Achte auf deine Manieren. Müssen die Schwerter geschärft werden? Hier ist aber auch niemand mehr. Ich verstehe es nicht. Das ist scheiße, ich verstehe es nicht. Wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Neugierige Leute töten, die mir so viele Fragen stellen. Deswegen haben wir die Quest wahrscheinlich nicht zu Ende gemacht, weil... wir haben noch eines. Oh, hier nur. Stufe 4... Ich glaube, das werde ich mal irgendwann mal machen in Ruhe. Aber nicht heute. Dafür bin ich zu müde. Gehen wir mal dahin. Pass bloß auf, Fremde. Todmüde, wie? Aber volle Kanne, das kannst du dir nicht vorstellen. Richtig müde. War erst um 6 im Bett und um 10 musste schon wieder raus. Ich habe die ganze Nacht Thumbnails erstellt und die ganzen Videolisten mal endlich fertig gemacht. Ich habe so viel produziert und so viel bearbeitet.
Man muss ja das Ganze drumherum. Dann habe ich mich die ganze Nacht hingesetzt, habe nur Thumbnails erstellt und Videobeschreibungen und habe das alles online richtig gestellt und. Das ist ein übelster Aufwand. Ja, und um 10 musste ich wieder raus. Es ist schon entspannt, wenn man nur alle 4 Tage arbeiten muss. Ich kann zwar viel spielen, aber ich komme irgendwie meiner Bude nicht voran. Das ist so schlimm. So. Also, dir die Hälfte, wir die Hälfte. Oh, ich wollte doch gar nicht Quest. Wie läuft's denn beim Klauen? Siehst du hier Monster, hä? Verpiss dich, Hexer, wir brauchen dich hier nicht. Ey, mal ganz ruhig. Ich sehe hier diverse Monster. Da liegen Leichen auf dem Boden. Dremmi, verdammt! Du bist blöder als ein Fass Schmalz! Er meint uns! Wir sind normale Leute! Du bist der beschissene Mutant hier! Auf ihn, Jungs! Oh, einem Schlag. Ich werde bei euch nicht mehr warm. Fangen wir euch nicht mal an zu schwitzen. Danke für das Loot. Ich finde das gut, wenn das Loot jetzt schon zu mir kommt. Ich dafür nichts mehr machen muss. Was war das denn gerade? Warum hat gerade mein Controller so übel vibriert? Ich finde das gut, wenn das Loot schon zu mir kommt. So, mein Lieben, aber... Hey, leuchtet das vorne? Hat das eben vorne geleuchtet? Aber ich weiß leider gar nicht, wie wir von der Zeit her sind, weil ich die Zwischendinger mal rausgeschnitten habe. Hoffe ich. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, es ist heute nicht die beste Folge, wie ich bin echt hundemüde gerade. Ich verspreche, morgen kommt dann eine richtig professionelle Folge. Wie geht es dann hiermit weiter? Reichen wir mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir auch mal ein Feedback zum neuen Mikrofon. Ob das zu laut, zu leise ist, ob sich das irgendwie schlimm anhört, ob ich irgendwas in den Einstellungen ändern soll. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.